Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt immer schön sportlich fair. Ihr seht einmal kurz die Spiele in der Übersicht und die Tabelle. Ansonsten würde ich jetzt sagen, fackeln wir gar nicht lange rum. Los geht's mit Hertha gegen Fortuna Düsseldorf am Freitagabend. Viel Spaß dabei und danke fürs Reinschalten. Hertha BSC hat es gezeigt, wie schnell es gehen kann. Mit zwei Siegen in Folge sind sie mittlerweile schon wieder im Tabellenmittelfeld mit Anschluss zum Europa League-Geschäft angekommen. Aber Fortuna Düsseldorf ist eben niemals zu unterschätzen, auch wenn sie zuletzt gegen Freiburg zu Hause mit 1:2 verloren. Die erste Chance hatte hier David Kownacki. Rune Jahrstein greift ein, aber es war eine richtig gute Anfangsphase der Elf von Friedhelm Funkel. Zimmermann legt nochmal raus zu Nico Gieselmann und dann wieder David Kownacki, trifft nur das Außennetz, aber die Hertha hat im ersten Durchgang hier kaum Zugriff, fand nicht richtig in die Partie. Nach dem guten 4:0 gegen Köln hier erstmal wieder im alten Negativmodus. Wieder Düsseldorf, Kownacki. Setzt sich da viel zu einfach durch, bringt die Flanke auf den zweiten Pfosten. Da ist Lewis Baker und knapp 10 Minuten vor dem Seitenwechsel bringt er die Fortune in Führung. Das geht viel zu leicht, der darf da auch niemals so durch den Strafraum laufen, der Ball. Und so stand es dann folgerichtig nach 45 Minuten 0:1. Die Hertha musste jetzt ein anderes Gesicht zeigen und das taten sie dann auch. Stunde gespielt, die Hertha nun klar verändert drauf. Davy Selke bekommt hier keinen richtigen Druck, legt nochmal zu Klünter. Wieder Davy Selke, der in die Mitte rüberlegt. Darida mit der Flanke und da ist Marco Grujic diesmal alleine gelassen. 61. Minute, der Ausgleich für den Hauptstadtklub war schon mal geschaffen. Zach Steffen kommt nicht mehr rechtzeitig ran. Und alles, was Düsseldorf richtig gemacht hat im ersten Durchgang, lief jetzt schief, aber die Hertha auch noch nicht 100% sattelfest. Das ist Niklas Stark. Was für ein Fehler. Bedient Rufen Hennings. Und da ist er dann wieder. Hennings. Freigespielt vor Jahrstein. Miniball. Zu steil gespielt dieser Ball. Und somit kann der Führungstreffer für die Gäste vermieden werden. Doch jetzt sammelte sich die Hertha wieder. Lukas Klünter, starkes Solo auf der rechten Außenbahn. Da ging viel und dann ist es Grujic, der erst scheitert, aber am schnellsten nachsetzt. Und das 2:1 erzielt. 73. Minute, die Partie war gedreht. Und Fortuna Düsseldorf stand wieder mit leeren Händen da. Wie schon gegen Freiburg geben sie ein 1:0 aus der Hand. Denn das hier war die letzte nennenswerte Strafraumaktion. Der Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen nach einer richtig starken ersten Halbzeit. Doch die Hertha hat hier Mentalität gezeigt, das Stichwort in den letzten Wochen. Und das sorgte dafür, dass sie hier diese Partie noch drehen konnten. Der SC Paderborn steht da, wo es viele erwartet hatten, am letzten Tabellenplatz, aber es steht auch nur ein Punkt da. Spielerisch können sie überzeugen, die Fans sind begeistert, aber das muss sich in Ergebnisse ummünzen. Gegen den ersten FSV Mainz 05 wollten sie nun den ersten Dreier der Saison einfahren. Alexandru Maxim hatte hier die erste Möglichkeit, 9 Minuten waren da knapp von der Uhr und Hut im Kasten, der Paderborner ist zur Stelle, fischt den raus. Im Schnitt fast 3 Gegentore pro Spiel beim SCP, das ist natürlich zu viel, wenn man in der Liga bestehen möchte. Die Mainzer dominant im ersten Abschnitt. Starker Ball und dann wieder Maxim gegen Hut. Ein interessantes Duell. Kilian klärt es dann. Die Führung zur Pause wäre auf jeden Fall denkbar gewesen. Doch die Mainzer verpassten es, eben die Überlegenheit auch auszunutzen. Und so ging es torlos zunächst in die Katakomben. Doch der zweite Durchgang bot dann erstmal wieder ein ähnliches Bild. Pierre Kunde steckt durch zu Jean-Paul Boetius. Pierre Kunde und jetzt war der Treffer da. 48. Minute, hochverdiente Führung für die Gäste.
Und Sandro Schwarz, der gelb-rot gesperrt fehlt, dürfte sich das aus der Loge sehr zufriedenstellend anschauen. Denn Mainz spielte weiter, gut nach vorne. Hünemeyer gegen Unisivo zieht den kürzeren, aber Baku scheitert erst, setzt danach und erhöht aus dem Gewühl. 53. Minute, 2:0, auch in der Höhe, verdient. Doch Paderborn schon gegen Bayern gezeigt. Keine Mannschaft, die sich aufgibt. Collins und dann Zentner mit diesem Querschläger. Da ist Jasula und der fällt hinten rein, der Ball. 58. Minute. Hoffnung und Glaube zurückgekehrt. Noch über eine halbe Stunde Zeit. Zentner läuft da bisschen wie Falschgeld durch den Strafraum. Und kann ihn dann nicht mehr erreichen, den Ball. Doch Mainz ließ sich davon nicht groß beeindrucken. Maxi mit dem Abschluss. Unisivo wird der Ball unfreiwillig aufgelegt. Und nur 4 Minuten später war der 2-Tore-Abstand wiederhergestellt. Das sind Fehler, die darf man sich nicht leisten. Und der erste FSV wusste diese aber auch zu nutzen. Schlussphase. Boetius nochmal quergelegt. Alexandru Maxim machte dann das Endergebnis perfekt in der 83. Minute. Mit dem 4:1. Die Paderborner fielen dann auseinander, wollten weiter nach vorne spielen. Und so ist es dann, dass sie im 7. Spiel auch immer noch auf den ersten Sieg in der Bundesliga warten. Der SC Freiburg steht in der Tabelle vor Borussia Dortmund und das ist durchaus erstaunlich. Für den BVB geht es darum, überlegene Leistung dann auch in Dreier umzumünzen und dann auch über 90 Minuten konstant abzuliefern. Hier hatten sie die erste Chance. Jadon Sancho und dann Hazard mit dem 1:0, vermeintlich zumindest in der 14. Minute. Doch er stand im entscheidenden Abschlussmoment von Sancho im Abseits, sodass dieser Treffer noch nicht zählte und die Breisgauer erstmal mit einem Schock davon kamen. Die Fußspitze ist hier im verbotenen Raum und dementsprechend rechtfertigt das diesen Abseitspfiff. Doch dann Jadon Sancho mit diesem Solo. Diesmal macht er es direkt und selbst. 24. Minute, was für ein Traumtor. Spaziert da durch die komplette Hälfte der Freiburger und lässt sich dann nicht zweimal bitten, überlegt oben rechts rein in den Winkel. Ein wunderschönes Tor. Die Freiburger waren hier spielerisch weiter unterlegen und konnten dann nicht viel anrichten. Paco Alcácer gegen Reus, aber Schwolo ist auf der Hut und kratzt ihn raus. Hält Freiburg somit weiterhin im Spiel. Man konnte den Freiburgern nicht viel vorwerfen, aber Dortmund spielte richtig klasse und ließ auch nach hinten kaum etwas zu. 0:1 dann nach 45 Minuten, also ergebnistechnisch noch alles offen für die zweiten 45 Minuten. Und die Freiburger wurden jetzt zumindest etwas mutiger. Höfler schickt Höhler und da ist Höhler vor Birki. Mit zu viel Gegnerdruck kann er den Ball dann nicht mehr platziert aufs Gehäuse vom Schweizer bringen. Der ist dann aufmerksam und lenkt ihn zur Seite ab. Stunde gespielt, Freiburg glaubte an den Ausgleich. Und da war Abraschi aus der zweiten Reihe abgefälscht noch. Dann Schmidt, die Situation verlief sich dann im Sande. Doch es zeigte, dass Freiburg hier im zweiten Durchgang richtig gut mithalten konnte, aber den Treffer eben nicht erzielte. Schon in der Schlussphase angelangt. Die Zeit lief jetzt eben den Gastgebern auch davon. Jadon Sancho und Witzel im Zusammenspiel. Witzel und Paco Alcácer nochmal gegen Schwolo. Sancho setzt nach, hat dann aber das Nachsehen. Das letzte Highlight dieser Partie ist hiermit gezeigt. Der SC Freiburg regenerierte sich im zweiten Durchgang richtig gut, aber über die 90 Minuten hinweg gesehen ist der BVB hier rechtmäßig der Gewinner der 3 Punkte. Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig, ein Topspiel zweier Mannschaften,
die gut in die Saison gestartet sind. Leipzig musste jetzt aber den ersten Rückschlag hinnehmen in der Red Bull Arena. Gegen Schalke lief es ganz schlecht. 1:3 verloren sie da. Hier in der 20. Minute setzen sie aber das erste Ausrufezeichen. Marcel Sabitzer bleibt aber vor Lukas Radetzky nicht cool genug. Das muss ehrlich gesagt schon der Treffer sein. 23. Minute, gute Freistoßposition für Marcel Halstenberg. Und die lässt er sich nicht nehmen. Super Tor. Die verdiente Führung für die Gäste. Jetzt musste ein Standard herhalten. Aus dem Spiel hatte es eben noch nicht zum Glück gereicht. Und jetzt ist er perfekt platziert. Senkt sich, geht an den Innenpfosten. Von da prallt er dann rein. Radetzky streckt sich vergeblich. Und Leipzig konnte noch nachlegen vorm Seitenwechsel. Mateusz Kunja mit dem Flankenball auf den zweiten Pfosten. Und da ist Timo Werner. Kriegt den dann aber nicht mehr richtig rumgerissen, trifft nur das Außennetz. Somit ging es dann mit der knappen Halbzeitführung für die Gäste in die Pause. Da musste Leverkusen sich jetzt was einfallen lassen vom Offensivspektakel. Fußball von Peter Bosch war hier sehr wenig zu sehen. Im zweiten Durchgang wurde es dann aber besser. Auf der Außenbahn Amiri, der hat das Auge für Baumgartlinger, der verlängert in die Mitte zu Charles Aranguiz und der macht in der 51. Minute den Ausgleich. So schnell kann es dann gehen, spielerisch lange sah es mau aus bei Leverkusen, aber dann ist es ein Treffer, der ein 0:1 wieder korrigieren kann. Über eine Stunde gespielt, jetzt wieder Leipzig, Werner und das muss es natürlich sein. 62. Minute. Der Kopfball aus kurzer Distanz, der den Weg in den Kasten finden muss. Da ärgerte er sich vollkommen zurecht. 90. Minute, jetzt kam Leverkusen nochmal. Setzen sie den Lucky Punch. Kai Havertz zu Lucas Alario. Der kann den Ball gut halten. Aranguiz, Weiser zu Havertz. Doch zu unplatziert dieser Schuss. Peter Gulaschi hält damit den Punkt fest für die Gäste, die damit zum zweiten Mal in Folge nicht gewinnen können. Aber unter dem Strich geht dieses Resultat in Ordnung, weil sich Leverkusen im zweiten Durchgang reinkämpfte. Der FC Bayern München setzte sich verdient gegen Paderborn durch, doch machte es lange Zeit zu spannend. Am Ende stand ein doch recht knappes 3:2 gegen den Aufsteiger. Aber gegen Hoffenheim wollten sie nichts anbrennen lassen. Und so gingen sie nach einer Viertelstunde in Führung. Thiago mit dem 1:0. Das war super gespielt. Thiago, auf den auch viel einprasselte in den letzten Wochen, hatte nicht die besten Leistungen abgerufen. Hier bringt er seine Mannschaft in Führung. Manuel Neuer mit dem weiten Abschlag, der aber wieder in die andere Richtung zurückfeuert. Adamian zu Ilas Bebu. Und zum Überraschen aller zieht da nicht nochmal in die Mitte, sondern wuchtet direkt drauf in den spitzen Winkel rein. Wo dann Manuel Neuer aber nicht mehr rechtzeitig hinkommen kann, nicht mehr reagieren kann. Geiger auf Rudi und jetzt um ein Haar sogar die Partie gedreht. Manuel Neuer ist diesmal aber aufmerksam und fängt den Ball ab, sodass Bayern vor dem Pausenpfiff nochmal nach vorne sich entfalten konnte. Lewandowski zu Thiago. So geht man mit Negativstimmen um. 43. Minute, Doppelpack des Spaniers. Auch gut von Lewandowski vorbereitet. Die zweite Führung am Nachmittag für die Bayern. Diesmal reicht es auch zur Führung eben zum Pausenpfiff. Im zweiten Durchgang dann die TSG aus Hoffenheim weiterhin sehr mutig. Die Schreuder-Elf ist auch alles andere als gut in diese Saison hineingekommen. Porsche mit der Flanke und Dennis Geiger völlig freistehend in der 50. Minute muss das Ding hier machen. Das kann nicht wahr sein, wird sich da der Anhang der Sinsheimer an den Kopf fassen.
10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Nun Bayern im Vorwärtsmarsch. Serge Gnabry zu Philippe Coutinho. Der mit der Hacke zurück zu Serge Gnabry. Oliver Baumann hält die Gäste hier im Spiel. Mit einer sehr guten Parade gegen den Rechtsschuss von Gnabry. Das letzte Wort gehörte aber den Bayern. Hoffenheim konnte sich nicht mehr aufraffen und so waren es die roten Gastgeber, die hier nochmal nach vorne spielten. Thiago auf Coman, der macht das technisch überragend. Thiago, das wäre auch zu viel des Guten gewesen. So setzt sich Bayern gegen Hoffenheim durch. Verdient gewinnen sie hier mit 2:1. Ergebnistechnisch fällt das Ganze auch korrekt aus. Hoffenheim hielt gut mit, doch war dieses eine Tor eben auch schlechter. Beim 1. FC Köln könnte die Stimmung besser sein. Nach dem 0:4 gegen Hertha BSC ist man da langsam gefordert, was zu reißen. 3 Punkte nach 6 Spielen. Eine miserable Quote. Schalke 04 mit einem komplett anderen Gesicht als in der letzten Saison sind wahrscheinlich aus ihrer Sicht perfekt in die Saison gestartet. Die erste Chance gehörte hier dann auch den Königsblauen. Rabi Matondo setzt den Ball aus der Drehung, aber dann über den Kasten. Der war auch nicht wirklich leicht zu verarbeiten. Doch die Geißböcke spielten nun auch mit, mussten auf den verletzten Drexler verzichten. Schindler mit der Flanke und das Marco Höger. Und dann die Führung für die Gäste. Kam doch etwas überraschend zu dem Zeitpunkt. Der Kopfball dann gut gesetzt. Nübel kann ihn nicht mehr erreichen. Schalke bemüht um eine schnelle Antwort. Mascarell legt raus zu Bastiano Cipka. McKenny weiter zu Mascarell und dann wieder Rabi Matondo. Ein paar schöne Übersteiger. Gute Aktion. Der Abschluss dann aber zu unplatziert. Horn hält ihn fest und damit auch die Führung für die Gäste nach 45 Minuten. Doch Schalke war jetzt nochmal motivierter. Und die Fans waren auch da. Sie hatten in den letzten Wochen immer wieder kämpferische Leistungen gesehen. Und so auch dann in der 59. Minute das folgerichtige 1:1. Guido Burgstaller, kämpferisch sowieso über jeden Zweifel erhaben. Doch treffen muss man als Stürmer auch. Jetzt hat er es getan. Harit zu Oczypka. Amine Harit im Mittelpunkt zuletzt bei Schalke. Mascarell und dann Matondo. Wieder mit der Chance. Aber Horn kriegt rechtzeitig die Arme hoch. Situation aber auch abseitsbedingt zurückgepfiffen. Doch Schalke wollte es jetzt mehr. McKenny zu Amine Harit. Mascarell, Harit und der Ball ist im Tor. 76. Minute. Schalke dreht die Partie gegen den 1. FC Köln, der wieder mit leeren Händen dasteht. Zum 6. Mal in dieser Saison haben sie 0 Punkte auf dem Konto. Und das ist am Ende des Tages auch verdient, weil Schalke sich stark verbessert zeigt im zweiten Durchgang. Die Treffer machte und Köln damit eben mit 0 Punkten nach Hause schickt. Ungewöhnliche Bundesliga-Zeit, 13.30 Uhr auf einen Sonntagnachmittag empfingen die Gladbacher den FC Augsburg. Die Fuggerstädter, ja, sind holprig in die Saison reingekommen, aber das war wohl vor der Saison auch allen klar. Gegen Gladbach wurde es jetzt nicht zu einfacheren Aufgabe, zumal Thuram aktuell unter anderem richtig gut drauf ist. 3:0 hieß es zuletzt in Sinsheim. Da konnten die Fohlen weitestgehend überzeugen. Halbe Stunde gespielt, vom FC Augsburg nach vorne nahezu nichts zu sehen. Neuhaus, Zakaria, Bayer versucht es zu klären, doch bedient damit indirekt Dennis Zakaria, der in der 32. Minute dann die Führung erzielen kann. Kubek kommt nicht mehr rechtzeitig unten rein. Der platzierte Schuss findet den Weg ins Tor. Und vor dem Seitenwechsel noch die Chance zur 2:0-Führung. Kramer auf der rechten Außenbahn ist nicht dafür bekannt,
außen zu laufen. Zakaria, Player. Kubek hat Probleme, bügelt seinen Fehler dann wieder selbst aus. 44 Minuten waren da gespielt. Nach 45 stand es dann 1:0 für die Gastgeber. Und das war ein Treffer, vielleicht sogar zwei, zu wenig. Sie hielten die Fuggerstädter am Leben. Florian Niederlechner gegen Ginter setzt er sich durch. Mora weg. Niederlechner und jetzt der Nackenschlag. 52. Minute, 1:1. So kann es dann eben gehen, wenn man seine Treffer selber nicht macht. Doch Gladbach davon noch mehr angestachelt. Zakaria, Kramer gegen Kubek und Embolo setzt nach. Und artistisch stark bringt er ihn über die Linie. Kein Abseits hier in dieser Abschlusssituation. Und der Schweizer schaltet am schnellsten und haut das Ding rein. Viertelstunde noch auf der Uhr. Kramer, Dennis Zakaria. Jetzt wollten sie hier alles klar machen, doch Kubek hatte noch was dagegen. Der beste Mann bei den Gästen. Starker Schuss hier von Zakaria, aber eben auch eine gute Parade. Keine 10 Minuten mehr auf der Uhr. Eckball von der rechten Seite und dann gab es Strafstoß. Framberger, der Übeltäter, Handspiel wohl, aber eine undurchsichtige Situation, die Player trotzdem ausnutzen konnte. 83. Minute, jetzt war alles klar. Da lässt er sich nicht zweimal bitten und verliert Kubek in die andere Richtung. Und Gladbach hatte noch einen. Kubek wieder etwas unglücklich dazwischen. Wendt, Zakaria zu Player. Was für eine Übersicht. Und Florian Neuhaus profitiert. Erste Minute der Nachspielzeit. Das 4:1 für Borussia Mönchengladbach besiegelte dann den Endstand. Das war auch in der Höhe absolut verdient. Augsburg mit einer ganz schwachen Leistung fahren sie hier mit 0 Punkten und 4 Gegentoren wieder nach Hause. Der VfL Wolfsburg empfing den 1. FC Union Berlin in der heimischen Volkswagen Arena und die Eisernen müssen auch mal wieder Punkte einfahren. Hier zeigen sie sich aber aus einem richtig guten Blickwinkel. Andrich, Geraldo Becker, Andersson, der ist völlig frei und erzielt das 1:0 nach gerade mal 5 Minuten. Die Wölfe völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Und für Perwan ist da nichts mehr zu halten. Der VfL Wolfsburg wie von allen Sinn. Andersson, Schmiedebach, Becker wieder in die Mitte gelegt. Bülter ist nicht im Abseits. Und nach 9 Minuten stand es hier 0:2. Und die Wölfe wussten nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Wurde natürlich überprüft, es war tatsächlich keine Abseitsstellung auszumachen. Die Wölfe brauchten lange nun, um sich davon zu erholen. Kurz vor dem Seitenwechsel sollte dann der Anschlusstreffer her. Arnold Weghorst. Der erste einigermaßen ansehnliche Spielzug, der aber nicht belohnt wurde, weil Weghorst einen Schritt zu früh gestartet war. Doch überraschend stand dann dieser 2:0 Vorsprung für Berlin nach 45 Minuten da. Doch die Wölfe reckten sich und ja, jetzt zeigten sie sich endlich von dem Bild, das man erwartete. Josef Brekalo, 51. Minute, so schnell kann es dann gehen. Die Wölfe waren wieder da. Das war jetzt super gespielt, schnell in die Spitze. Arnold zum Kroaten, der aus spitzem Winkel cool bleibt. Doch Union stabilisierte sich in der Defensive, ließ kaum etwas zu, hatte dann hier durch Becker die Chance, frühzeitig alles klar zu machen. Die Berliner Fans von Anspannung fast zerfressen. Das war eben hier eine gute Möglichkeit zur Vorentscheidung. Und die Wölfe konterten nochmal im eigenen Stadion bei Rückstand. Das Weghorst. Riesenchance, doch er bekommt den Kopfball nicht mehr rumgerissen. Und somit ziehen die Berliner tatsächlich als Sieger vom Feld. Der VfL Wolfsburg hätte sich den Punkt am Ende noch verdient gehabt, doch
Sie verschlief die Anfangsphase und das war hier dann am Ende für die Niederlage eben ausschlaggebend. Zum Abschluss des siebten Spieltages nochmal ein richtiger Kracher. Frankfurt gegen Bremen in der Commerzbank Arena. Die Bremer, ja, verletzungsgebeutelt nach wie vor. Aber so langsam kommen die Leute zurück. Die erste Chance gehörte dann aber den Gästen von Florian Kohfeldt. Wieder bestens eingestellt. Nach dem 2:2 in Bremen waren sie auch höchst motiviert. Touré hier im letzten Moment noch mit der Fußspitze dazwischen. Nun auch Frankfurt das erste Mal nach vorne richtig konstruktiv. Kostic wird nicht richtig angegriffen. Der kann sich da drehen mit der Hacke zu André Silva. Und was ist das für ein überlegtes Tor? 17. Minute. Der guckt sich Pavlenka aus und dann wird er einfach oben rechts reingehoben. Was für ein Treffer des Neuzugangs aus Mailand. Und Frankfurt wollte nachlegen vor dem Seitenwechsel. Bastos steckt durch zu André Silva. Pavlenka jetzt aber auf der Höhe. Fängt da ohne Probleme ab. Nach 45 Minuten stand es dann knapp 1:0. Bremen hatte die bessere Anfangsphase, doch dann taute Frankfurt auf und fand immer besser rein und verdiente sich so die Halbzeitführung. Nun Werder Bremen mit dem Zepter in der Hand. Eggestein, Sargent und dann Klassen. Der Trapp testet. Szene noch nicht ganz geklärt. Rashica nochmal. Touré dazwischen. Eggestein und dann ist es das erstmal gewesen. Super Parade hier von Trapp. Und dann ein bisschen Glück in der Szene, dass Touré den Fuß reinstellen kann. Den Bremern lief die Zeit davon. Das ist jetzt mal Klassen, der zu Eggestein spielt. Mit dem Rücken zum Tor, aber was ist das für eine überragende Einzelaktion, die dann auch den Ausgleich verdient gehabt hat. 1:1, Johannes Eggestein, super wie er das macht. Da sieht Hinteregger ganz alt aus und Trapp kriegt diesen platzierten Schuss nicht mehr zu fassen. Es entwickelt sich jetzt eine offene Schlussphase. Frankfurt mit der Flanke und da ist Zoe, Jibril Zoe mit dem Kopfball, der aber deutlich rüber geht. Bremen ging auch auf Sieg. Chancen auf beiden Seiten. Frankfurt nochmal, André Silva, Kamada, Fernandes zu Bas Dost, der legt nochmal raus zu Jibril Zoe, Kostic, Zoe und 2:1. 87. Minute, die Commerzbank Arena mal wieder mit einem Frankfurt-Moment. Schon gegen Dortmund stachen sie spät zu. 88. Minute da, das 2:2 von Thomas Delaney, einem ehemaligen Bremer. Und jetzt ist Jibril Zoe hier und erzielt das Siegtor kurz vor Schluss. Eine spektakuläre Partie zum Abschluss des siebten Spieltages, die eigentlich keine Verlierer verdient gehabt hätte. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Hier seht ihr einmal die Ergebnisse im Überblick und auch noch einmal die Tabelle, damit ihr einen Überblick habt, was das denn genau bedeuten würde. Wenn es euch gefallen hat oder wenn es dir gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten tippt gerne mit in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und adios. We'll be right back.